Okay, dann fangen wir an. Ja, dann zuerst mal herzlich willkommen zu meinem Vortrag oder beziehungsweise zu meiner Session, wie man letztendlich WordPress-Installationen mithilfe von Composer aufsetzen kann. Zuerst mal ganz kurz was über mich. Ich habe vor langer, langer Zeit in Saarbrücken mal Informatik studiert. Das heißt, ich bin von Hause aus Informatiker im Internet unterwegs seit dem Jahr 2000. Bei meinem aktuellen Arbeitgeber, bei Marketing Factory, bin ich jetzt seit fast 10 Jahren. Bin dort vor allen Dingen im Bereich Typo3-Programmierung, weil wir eben eine Agentur sind, die hauptsächlich eben Typo3-Projekte macht. Nebenbei betreiben wir auch eigene WordPress-Blogs und da bin ich letztendlich, also für den Bereich Typo 3 und eben auch WordPress letztendlich zuständig. Nebenbei noch ein bisschen für die Datenanalyse und technisches SEO, wobei ich das auch auf Kollegen verteilt habe. Und ja, grundsätzlich hier einmal kurz den Fahrplan, was ich mit euch durchgehen wollte, nämlich einmal, warum wir das Ganze gemacht haben, also was unsere Motivation war, wie wir eben bei der Composer.json, wie wir da vorgegangen sind, wenn wir eben ein Schreibthema hinzufügen wollen, wie wir das eben machen, wie das Ganze mit den Sprachen aussieht und so noch als kleinen Bonus, wenn ich letztendlich nicht in meiner Versionierung eben die Credentials mit drin haben will, wie man dann eben dann mit den Umgebungsvariablen auch arbeiten kann. Okay, kommen wir zu der Motivation. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen entstanden. Ich habe letztes Jahr, als ich hier war, habe ich überlegt, okay, es war auch letztendlich eine Core-Session gewesen mit Daniel und dem, wie heißt der, Oberländer aus, ja, Konstantin, sorry, ja, bin gerade auf den Namen nicht mehr gekommen. Es ging halt letztendlich darum, dass WordPress-Updates zum Teil oder Security-Updates relativ überraschend kommen. Und dann stehst du halt letztendlich da, wenn du jetzt eine deutsche WordPress-Seite hast, dann musst du warten, bis das Sprachpaket da ist. Und bei jedem Update kommen eben auch unerwünschte Themes mit dazu. Es kommen Plugins wie Hello Dolly mit dazu. Und die jedes Mal wieder aus der Versionierung rauszuwerfen, das macht keinen Spaß. Das willst du einfach nicht. Du willst eigentlich im Idealfall einen Prozess haben, den du so weit wie möglich automatisieren kannst. Du weißt, okay, oder es ist ein neues Update rausgekommen. Ich will auf den Knopf drücken. Das System macht das entsprechend. Und ich habe keine unerwünschten Nebeneffekte, was jetzt die Installation betrifft, was zusätzlich installiert wird. Okay, da wir das eben aus dem Typo3-Bereich schon relativ im Typo3-Bereich schon relativ lange machen, haben wir uns letztendlich überlegt, okay, können wir das Ganze nicht irgendwie mit Composer machen? Es gibt einen Ansatz von Bedrock. Die haben sich eben Gedanken darüber gemacht, wie man da eine Projektstruktur eben aufsetzen kann. Die Anleitung ist sehr, sehr gut, ist empfehlenswert. Wir haben uns nicht 100% dran gehalten, haben ein bisschen was dran abgeändert, zeige ich auch gleich noch. Wie gesagt, Links habe ich euch mit in die Folien mit reingepackt. Lesenswert ist es auf jeden Fall. Grundsätzlich ist es so, dass ihr letztendlich in der Composer-Datei den Ablageort eures Plugin-Ordners festlegt, den Ablageort der eigentlichen WordPress-Installation und zusätzlich habt ihr eben die Möglichkeit, den Ablageort von den Standard-Themes und gegebenenfalls auch ins Child-Themes zu hinterlegen. Grundsätzlich, was Composer betrifft, arbeitet WordPress nicht mit dem allgemein verfügbaren Packages, Packages, sondern hat sein eigenes wp-packages.org, in dem eben diese Packages auch gepflegt werden. Das heißt, unserer Composer-Datei haben wir eben dann, also geben das letztendlich als Repository zusätzlich mit an und haben da eben dann die Möglichkeit, nachher die Plugins entsprechend zu ziehen. Für den Core gibt es auf GitHub ein relativ gutes Paket von John P. Bloch.
der eben jedes Mal, wenn eine neue WordPress-Version rauskommt, das Ganze so automatisiert hat, dass er eben dann auch das entsprechend als Paket zur Verfügung stellt. Wünschenswert wäre es natürlich, dass der Core, der WordPress-Core, irgendwann mal so weit hinkommt, dass er wirklich komplett Pakete hat und dass du eben die Möglichkeit hast, direkt das Ganze vom Core zu ziehen und man nicht eben diesen Umweg über fremde Repositories zu machen. Zusätzlich zu den Sachen, die wir jetzt hier haben, müssen noch vier einzelne Dateien angelegt werden. Die habe ich euch jeweils auch schon in das Starter Repository mit reingelegt. Das ist einmal die Config Application, zeige ich euch gleich. Eine htaccess-Datei, wenn ihr irgendwelche Speaking-URL haben wollt. Die normale index.php bzw. wp-config. Für die Übersetzungen, sofern ihr nicht die normale englischen Core verwendet, gibt es letztendlich die Möglichkeit, ein Repository zu nutzen, das eben die Core-Übersetzungen und von den Themes, bei denen das Ganze gepflegt ist. Was es dort nicht gibt, komme ich auch gleich nachher noch zu, sind Übersetzungen von einzelnen Plugins, weil einfach die Anzahl der Plugins zu groß ist und der Entwickler gesagt hat, okay, für jede einzelne Sprache und für jedes Plugin da jetzt das Repository zur Verfügung zu stellen, das ist zu viel, zu groß, das mache ich einfach nicht. Und für Plugins gibt es halt, wie gesagt, über WP, das W-Packages gibt es eben die Möglichkeit, die Plugins entsprechend zu ziehen. Wenn ich ein Child-Theme verwende, dann liegt das jetzt bei uns nachher im Verzeichnis Themes und dann eben im Child-Theme-Name. Dem Child-Theme gebe ich dann eine eigene Composer-JSON. Der Ablageort wird entsprechend in unserer Composer-JSON oder beziehungsweise das Child-Theme wird entsprechend in der Composer-JSON von unserem Projekt hinterlegt. Das heißt also den Namen, den ich habe mit der entsprechenden Version. Ich kann im Child-Theme dann eben auch mein Parent-Theme eben angeben, das heißt also als Abhängigkeit dort definieren. Als Beispiel, wenn ich jetzt ein Child-Theme für 2014 habe, dann wird letztendlich als Abhängigkeit in meinem Child-Theme definiert, okay, ich benötige 2014. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch die deutsche Übersetzung oder als deutsche Webseite das Ganze betreibe, dann werde ich auch dort als Abhängigkeit 2014.de entsprechend noch definieren. Dadurch habe ich sichergestellt, dass eben, also ich könnte natürlich auch hingehen und könnte das entsprechende Theme in der Projekt Composer JSON hinterlegen. Aber wenn ich jetzt zwischen einzelnen Themes wechseln würde oder mein Theme eben rauswerfe, dann wäre eben die Abhängigkeit, wenn ich das in meiner Projekt Composer JSON gemacht hätte, zum Hauptthema weiterhin da. Und das willst natürlich das Ganze so modular wie möglich machen, wo du es auch wirklich benötigst. Zusätzlich habe ich natürlich in meinem Child-Theme dann noch die Möglichkeit, eben meine CSS und JS-Dateien entsprechend mit Webpack oder sonst irgendetwas zu bauen. Ja, zu den Sprachen habe ich gerade eben schon gesagt, es gibt eben für die Sprachrepositories sind halt einige Sachen direkt schon über WP Languages, über GitHub.io als im Repository verfügbar. Und dort gibt es eben die Language bzw. Theme Language. Bei den Plugins gibt das Ganze nicht. Das heißt, den Workaround, den ich dort wählen kann, wäre eben die eine Möglichkeit, mich dann ins Backend von WordPress entsprechend einzuloggen und selber auf den Knopf zu drücken. Will ich nicht wirklich. Die andere Möglichkeit wäre eben, dass ich mit WP CLI arbeite und dort gibt es eben einen Befehl, in dem ich eben für alle Plugins eben das Language Update mache.
Man könnte natürlich, also WPCLI würde mir auch die Möglichkeit liefern, dass ich das Language Update für das Theme und für den Core entsprechend so mache. Aber dadurch, dass ich diese Sachen eben schon über Composer erledigen kann, bin ich jetzt nicht da in dem Moment darauf eingegangen. Aber wenn ich natürlich das Update mache, könnte ich natürlich in Composer Post Hook entsprechend dann das Update auch über Composer laufen lassen. Ja, kommen wir zu den Umgebungsvariablen. Ich habe jetzt in unserem Repository eine .env-Example-Datei abgelegt und über einen Post-Update-Command für Composer wird eben diese .env-Example-Datei in eine .env-Datei, also Environment-Datei, wird dann entsprechend erzeugt. Und dort habe ich die Möglichkeit, eben meine Datenbank-Credentials zu hinterlegen und die ist halt nicht wirklich in der Versionierung mit drin. Das heißt, also dort definiere ich dann, wie heißt mein Environment überhaupt, also wenn ich irgendwelche Abhängigkeiten habe. Ich kann dort eben ganz normal definieren, welche Datenbank-Credentials ich habe und ja, all das, was ich letztendlich brauche, was auf den Systemen eben unterschiedlich sein könnte. Gucken wir auch gleich rein. Ja, um das Ganze entsprechend auslesen zu können, gibt es drei Pakete, die wir da für entsprechend benötigen. So, ja, soweit sind wir noch nicht ganz. Ich gehe einmal kurz hier raus. Yeah. So, das war eben schön groß gewesen. Jetzt gut. Fangen wir grundsätzlich an. Also, groß genug? Okay. Gut. Also, wir haben einmal das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir haben in der Composer JSON haben wir die Möglichkeit, eben einmal zu definieren, wo unsere Themes liegen. Das heißt also, ich habe jetzt hier festgelegt, okay, stopp, langsam, das war die falsche Stelle. Hier bei den Repositories definiere ich, wo er sich die entsprechenden Pakete ziehen kann. Mein lokaler Ordner, die brauche ich nachher für die Themes, dass ich, wenn ich nämlich ein Child-Theme angelegt habe und da entsprechend den Namen hinterlegt habe, dass er eben weiß, okay, das ist jetzt kein Theme, was ich mir von GitHub oder von Packages oder sonst irgendwo herziehen soll. Da kann ich eben einen lokalen Pfad entsprechend definieren. Die anderen beiden Sachen sind eben zwei Composer-Repositories, nämlich einmal das, was wir für die Plugins benötigen und einmal das, was wir eben für die Sprachen benötigen. Springe das da mal, da komme ich gleich zu. Kommen wir hier hin. Hier definiere ich, wo letztendlich die einzelnen Sachen hin installiert werden sollen. Das erste hier können wir, das was ich jetzt hier an dieser Stelle habe, können wir ignorieren, weil das setze ich aktuell nicht wirklich ein. Das heißt, ich könnte es auch theoretisch rausschmeißen. Ich habe es aber drin gelassen, weil es halt im Original, in der Original Composer eben als Beispiel noch mit drin steht. Wir haben hier einmal unsere WordPress Plugins. Da habe ich dann definiert, dass das Ganze in Web-App Plugins und der entsprechende Name von dem Plugin installiert wird. Bei den Themes sieht es halt so aus, dass es in Web-App Themes entsprechend definiert wird. Ihr habt hier eben die Möglichkeit, die Typen der Einbindung, also darüber die Definition zu machen. Das heißt also, wir haben hier einmal den Typ WordPress Plugin und der geht dann eben, wie gesagt, in das Plugin-Verzeichnis rein. Den brauchen wir für die Sprachen, weil wir nämlich, dass er entsprechend weiß, dass eben diese Sprachen, beziehungsweise hier bei den Themes, wo er die Sachen eben nachher reinspeichern soll. So, kommen wir zu den Abhängigkeiten. Ich habe einmal definiert, dass ich hier mindestens PHP 7.1 haben will. Den Composer Installer brauchen wir, dass wir das System entsprechend installieren können. Da habe ich jetzt festgelegt, dass ich WordPress Version 4.9 haben will. So wie ich es entsprechend hier definiert habe, wenn jetzt noch
eine neuere 4.9er rauskommen würde und ich würde ein Composer-Update machen, würde sich entsprechend auch diese Version ziehen. Wir haben den deutschen Core. Ich habe jetzt als Beispiel mal noch WordPress SEO hier mit drin gelassen. Hier holt er sich im Moment jetzt die höchste Version, die eben möglich ist, nach den Requirements, die ich hier definiert habe. Ich könnte natürlich jetzt hier auch auf eine feste Version gehen, beziehungsweise auf eine, die an der Major-Version das Ganze festmachen. So. Grundsätzlich gehen wir mal einmal hier hin. Ups, da wollte ich nicht hin. So, grundsätzlich noch habe ich meine Entwicklungssysteme nicht hochgefahren. Den muss ich etwas größer machen. Sichtbar? Genug zu sehen? Okay. Also wie gesagt, ich habe jetzt bei mir hier lokal arbeite ich mit einem Docker. Das heißt, also ich habe mir, das könnte ich vielleicht noch einmal kurz zeigen. Sorry. Ich springe im Moment noch. Wir haben uns hier ein eigenes Makefile gebaut, indem wir, wenn ich jetzt hier einen Make Start mache, der eben dann den Docker Compose abmacht und wenn ich jetzt in meine Docker Compose YAML reingehe, haben wir letztendlich unser eigenes Image für das Web gebaut mit den einzelnen Verknüpfungen zur Datenbank und zu Mail. Bin rasig in der Zeit. Nee, okay, gut. Auch entsprechend die Datenbank und eben noch das Mail-Modul. Das heißt, es ist ein relativ schlanker Docker, den wir hier haben. So, machen wir mal unser Make-Start. Dann wird unsere Datenbank Mail und Web. Und jetzt kann ich, nachdem ich vorher. Ja, das sind die einzigen beiden. Ich habe mir einmal das Repository gezogen. Wie gesagt, Makefile und Docker Compose habe ich jetzt eben händisch angelegt, weil das eben die unabhängige ist, wie, so, je nachdem, wie ihr eure Installation eben lokal fahrt. Das heißt, ich fange jetzt hier mit einem Composer-Update an. Jetzt baut er zunächst mal die Abhängigkeiten auf und dann geht er hin und installiert entsprechend den Core. So. Also, grundsätzlich gehen wir einmal durch. Wir haben hier die WordPress-Version 4.9.8. Wir haben hier einmal den Core mit der 4.9.8. Wir haben hier unser Plugin WordPress mit der 8.4. Das ist eigentlich das, was so jetzt die Rahmenbedingungen sind. Wenn wir uns das jetzt hier einmal in der. Da. Mist, ist etwas klein. Okay, aber trotzdem. Kann man das hinten erkennen? Okay, gut. Also, was wir jetzt haben, ist hier einen Webordner. Diesem Webordner gibt es einmal eben App. Das sind die Inhalte, die wir entsprechend von den Sprachen haben. Das heißt also, wir haben jetzt hier zum Beispiel die deutschen Sprachdateien für den Core. Und wir haben hier einmal für das Plugin, nämlich WordPress SEO installiert. Unter WP liegt letztendlich der Core. Und das heißt also, der Core mit all dem, was wir eben zum Teil nicht haben wollen. Nämlich, wir haben hier noch unser Hello Dolly, aber wir haben hier auch noch unser ungeliebtes Plugin. So, WP an sich, also der Core ist in dem Moment dann an dieser Stelle da und wir mappen halt jetzt das ganze System, was in WP liegt, entsprechend in App rein. Das heißt, wenn ich jetzt im Frontend bin, da, also ich habe jetzt meine, ich habe eine leere Datenbank angelegt, dass wir hier keine Fehlermeldungen bekommen, komme ich jetzt hier an diese Stelle, wo ich dann sagen kann, okay, ich hätte jetzt gerne eine neue
WordPress-Instanz. So, WordCamp 2018. Ich hätte jetzt gerne hier mein Passwort. Ich merke mir jetzt einfach das Passwort hier. So. So. So, jetzt hoffe ich, dass nicht der Vorführeffekt kommt. Das heißt, ich habe jetzt hier in meinem Plugin-Verzeichnis auch wirklich nur WordPress SEO. Bei den Themes habe ich bislang noch kein Theme installiert. Das heißt also, da kann es im Moment noch nicht funktionieren. Das heißt also, was wir jetzt noch benötigen, ist eben ein Schalt-Theme, dass wir überhaupt irgendetwas im Frontend sehen, weil wenn ich das jetzt aufrufe, ich habe noch nie ein WordPress ohne Theme aufgerufen, aber ja, dann ist, wenn ich nichts eingebe, auch gut zu wissen. Das heißt, er erwartet jetzt hier ein 2017. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Themes-Verzeichnis, ein Theme. Und ja, gehen wir einfach mal. Ich kopiere mir jetzt einfach mal mein eigenes Theme, weil ich habe jetzt keine Lust, das komplett so zu schreiben. Mach es noch einfacher. Ich kopiere es mir aus meinem eigenen Blog. So. Da ist es. Aber der ist noch beschäftigt, weil er immer in Erziehung ist. Okay, wir können es über die Konsole mal schon aufrufen. Also. So. Machen es einfach so, geht schneller. So, ich habe jetzt hier die Composer-JSON von unserem Child-Theme. Dem habe ich jetzt einmal hier oben einen Namen gegeben, nämlich MFC 2014. Und ich habe hier unten die Abhängigkeiten definiert. Das heißt, ich habe einmal gesagt, okay, wir wollen letztlich vom Parent-Theme 2014 erben, egal in welcher Version. Und wir wollen die deutsche Übersetzung für 2014 haben. So, damit habe ich jetzt sichergestellt, dass ich letztlich, also dass mein Child-Theme eben vom 2014 abhängig ist. Oder beziehungsweise die Abhängigkeit entsprechend definiert ist. Das, was jetzt noch fehlt, das ist jetzt unter Themes da. Ich muss es jetzt noch in die Projekt-Composer-JSON entsprechend einbauen. Das heißt, das, was ich jetzt machen kann, ist hier hinzugehen. Okay, danke. Ich will es jetzt nicht übernehmen. Zu sagen, okay, wir haben ein Composer Require.
Ich hätte es auch jetzt direkt in den Composer.json vom Projekt eintragen können. Wir haben ein Composer Require auf MFC 2014 MFC. So, jetzt geht der Composer letztendlich hin und schaut, okay, habe ich irgendwo, kann ich das Ganze auflösen? Dann weiß er, okay, ja, er kann es auflösen, weil nämlich in unserem Verzeichnis Themes gibt es eben ein Paket, mit das MFC 2014 heißt. Und das, was er letztendlich jetzt gemacht hat, ist, hier einen zusätzlichen Eintrag mit MFC 2014 MFC eben einzutragen, was als Theme eben zur Verfügung steht, mit den ganzen Abhängigkeiten. Und wenn ich jetzt nochmal, yeah, Dankeschön. Die Sitzung ist aber schnell abgelaufen. Nein. Designs, Themes. So. 2017, was hier nicht vorhanden ist, ist aber trotzdem standardmäßig hier ja als Theme-Fügung. Jetzt kann ich das hier entsprechend aktivieren. Dann verschwindet auch unser 17. Begeistert. So. Und ich habe jetzt, das passt natürlich jetzt hier nicht so ganz, aber ich habe jetzt entsprechend mein Theme. So, gibt es Fragen, Anmerkungen, Bernhard? Hey. Sogar mehrere. Zum einen, ist der Ordner, in dem das Theme liegt, public accessible über eine URL? Also könnte ich eine Datei, die im Theme liegt, direkt ansprechen, weil es ja nicht im Webordner liegt? Nein. Kannst du nicht, weil letztendlich ist nur das im Frontend verfügbar, all das, was unter Web liegt. Okay, das heißt, wenn ein Theme zum Beispiel eine Optionsseite hat, die eine eigene PHP-Datei ist, die aufgerufen wird, würde das nicht funktionieren. Vermutlich. Nochmal, wenn ich... Wenn also es ich gibt ja eine Themes, die haben eigene Theme-Options. Und es ist eine eigene PHP-Datei, die direkt aufgerufen werden muss. Ja. Die könnte ich dann nicht aufrufen. Also er geht ja entsprechend hin und mappt das, was ich hier oben habe, mappt er ja hier rein. Das heißt, also unser Web-App... Hast du jetzt einen Symlink dann angelegt nach dem Installieren? Ja. Oder hat er es dann dahin installiert? Ja, also es existiert letztendlich ein Symlink, dass eben all das, was in App drin ist, dass das entsprechend eben im Frontend verfügbar ist. Okay, ja, dann geht's. Und die andere Frage ist, du hast in deinem Composer einen Befehl, der die Salts jedes Mal generiert. Macht er das wirklich bei jedem Compose-Update? Das kannst du so einstellen, ja. Aktuell, das ist das, was die Anmerkung ist. Ich bin im Moment hingegangen und habe es der Einfachheit halber, gehe ich auch jedes Mal hin und überschreibe meine Env-Datei. Ja, okay. Sollte ich ja auch vielleicht nicht unbedingt machen. Weil es kann ja sein, dass... Du hast hier eine Beispielkonfiguration in deinem Env-Example drin und hast dann lokal bei dir schon Anpassungen gemacht. Ja. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Composer-Update mache, würde ich mir meine Anpassungen damit überschreiben. Das willst du auch nicht. Das Salts Generate wird halt dazu führen, dass jeder User aus dem System fliegt, was zum Beispiel bei einem Webshop ganz blöd wäre, wenn dann auf einmal der Warenkorb wieder leer ist. Ja, okay. Richtig. Also letztendlich... Also ist nur für die Entwicklung, dass das einfach schneller läuft. Okay. Wie gesagt, es ist an dieser Stelle nicht ausgereift, Gottes Willen. Es war halt einfach so, ich habe in meiner .env-Example-Datei steht letztendlich das drin, was ich für lokal benötige. Mhm. Und deshalb hat es mich im Moment noch nicht gestört. Mir ging es vor allen Dingen auch darum, wenn wir jetzt zusätzlich oder zusätzliche Variablen festlegen, müssen wir das hier irgendwie dafür sorgen, dass die auch dann zum Nutzer weitergereicht werden. Weil wenn ich jetzt in meiner Doc-Env-Example, weiß ich nicht, eine Environment-Variable letztendlich definiere,
weil wir sie eben an einer Stelle nutzen. Und der Nutzer hat sich vorher von der vorherigen Version eben seine Env-Datei, muss es ja irgendwie aktualisiert werden. Das heißt, er benötigt diese Variable. Ja. Das heißt also, du müsstest eigentlich die beiden Dateien miteinander mergen. Das heißt also, das, was in der Example drin ist, muss sozusagen in der .env-Datei dann entsprechend hinzugefügt werden, aber es dürfte nicht, das, was vorhanden ist, dürfte nicht überschrieben werden. Das ist noch eine Sache, die natürlich zu lösen wäre. Also ich hätte sonst noch ein paar Anmerkungen, weil ich auch genau mit Composer meine WordPress-Instanz komplett auch deploye. Der Vorteil ist auch auf jeden Fall noch, dass man ja das Child-Theme, also als die Repository zum Beispiel von der Git-Repository direkt hinzufügen kann. Und so dann halt immer das aktuellste Child-Theme von seiner Git-Repository deployen kann. Also das ist, weil du das ja jetzt in Ordner-Extra hier direkt reingepackt hast. Genau, und das Ganze halt auch, die ganze Konfiguration natürlich in der Git-Repository zu packen und dann über einen Server einfach mal davon die aktuellste Version zu ziehen und zu deployen. Ja, genau. Es gibt noch so eine schöne weitere Sache, hat jetzt nicht direkt mit WordPress zu tun. Wir haben theoretisch jetzt in unserem Child-Theme, wenn wir da unser CSS mit npm bauen, gibt es bei npm eben die Möglichkeit, ein sogenanntes npm-Audit zu machen. Damit kannst du eben schauen, ob die Bibliotheken, die du einsetzt, ob es dafür Sicherheitslücken gibt. Das heißt also, ich kann eben auch beim Deployment-Test kann ich, oder beziehungsweise bei jedem Commit, den ich mache, kann ich eben über die GitLab CI entsprechend einen Test laufen lassen, der eben ein NPM-Audit macht und eben überprüft, ob die Requirements, die ich in meiner Package.json definiert habe, ob die noch wirklich sicher sind. Das heißt, wenn du jetzt auf irgendeine feste Version gehst in deiner Package.json und sagst, ich will als Beispiel, wir uns mal einmal kurz die Package.json an. Als Beispiel, wenn ich jetzt hier mein CSS Lint oder mein Node SAS auf eine feste Version gestellt hätte, nicht auf Latest, dann könnte es natürlich sein, dass es in dem entsprechenden Modul oder in einem Modul, was eben als Abhängigkeit in diesem Modul definiert ist, dass es da eine Sicherheitslücke gibt. Und da würde ich dann eben darüber auch entsprechend benachrichtigt werden. Wenn man jetzt das Ganze noch ein bisschen weiter verarbeitet und eben auch die ganzen JavaScript-Sachen über Webpack zum Beispiel sich bauen lässt, hat man damit natürlich dann auch sichergestellt, dass man A immer die, also dass auch eine gewisse Aktualisierung mit drin ist, dass du eben auch neue Module auch möglichst schnell nutzen kannst, weil du eben die Abhängigkeit definieren kannst und du gehst nicht auf eine feste Version. Du sagst nicht, ich benutze jetzt jQuery in der Version 1.10.3, sondern du hast halt die Möglichkeit, das Ganze dynamisch zu laden. Setzt natürlich ein bisschen darauf voraus, dass du dir anguckst, A, welche Plugins du einsetzt, was diese Plugins eben für JavaScript einsetzen, was die letztlich für CSS einsetzen und dass du dafür sorgst, dass das CSS bzw. das JavaScript, was die Plugins eben einsetzen, dass du das einmal dereferenzierst und selber dir sozusagen dann die entsprechenden Sachen selbst baust und auch für die Ladereihenfolge eben sorgst. Also wir sind zum Beispiel in unserer, kann ich jetzt mal einmal hier zeigen, wir sind zum Beispiel hingegangen und haben jetzt fürs CSS, für die Plugins, die wir nutzen, haben wir eben dafür gesorgt, dass die nicht mehr, dass nicht mehr das eigene CSS von denen geladen wird, sondern dass wir eben eine konkatenierte Version haben, nur noch eine einzige CSS-Datei. Dass wir es eben schaffen, dass du da eben auch irgendwo vom Laden her auch weniger haben. Jetzt uns noch eine Frage. Ja.
Wie gehst du mit so Premium-Plugins um, die nicht in der, also in der offiziellen Plugin-Repository verfügbar sind und deswegen nicht über W-Packages? Gute Frage, ich setze sie nicht ein. Okay. Nämlich das ist halt auch so ein bisschen. Nein, also die Frage, also klar, die Frage ist natürlich berechtigt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wenn ich einen Zugriff auf ein Premium-Plugin habe, dann gibt es ja im Idealfall auch irgendwo ein Repository. Oder wird es zukünftig hoffentlich ein Repository geben, auf das ich dann eben auch Zugriff bekomme. Weil ich denke, es wird sich alles etwas weiter professionalisieren, sodass eben dann auch da entsprechende Sachen auch verfügbar sind oder dass du eben die Möglichkeit hast, das entsprechend zu bekommen. Lass mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn du... Nee, also wir haben einfach einen anderen Workflow. Wir haben halt, ich meine, die meisten Premium-Plugins kriegt man nur über einen Download-Bereich vom Anbieter und die sind auch jedes Mal anders oder wenn sie von ThemePros kommen, dann nochmal komplizierter. Wir haben das einfach bei uns so gemacht, dass wir das alles in unseren eigenen GitLab importieren und auch taggen. Ich habe mir dann ein einfaches Skript geschrieben. Ich exportiere einfach nur die ganzen Dateien aus dem ZIP. Dann habe ich ein kleines Skript, was in jeden Unterordner reingeht, guckt, ist die aktuelle Version in der PHP-Datei oder in der Style-CSS gleich dem letzten Tag, den ich in GitLab habe. Ansonsten committet er alles, taggt das bei mir in GitLab und dann kann es halt von meinem GitLab-Server aus dann deployen. Also das ist halt ein einmaliger Aufwand. Man muss ja gucken, okay, wenn ein Update da ist, dann lade ich mir das als ZIP-Datei runter, entpacke das, committet das in unseren GitLab und dann kann es von da aus machen. Das heißt, ich kann dann halt nicht über das Backend sagen, jetzt aktualisieren, über den Schlüssel, den du dahinter legst, aber ich habe es dann halt sauber in GitLab und kann das dann halt darüber einfach deployen. Könnte es natürlich auch hingehen und könnte das dann das Ganze automatisieren, also das Ziehen der ZIP-Datei und würde es dann über den File-Hash zum Beispiel sagen, okay, es hat sich geändert, ich... Okay. Ja, okay, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde zu dem Thema noch einen Beitrag demnächst schreiben. Das ist etwas zu klein. Und wie gesagt, die Folien sind, also die Folien kriegt ihr dann, sind ja nicht besonders viele. Und ich habe halt, wie gesagt, ein eigenes Repository mit dem, das sich WP Composer Starter eben nennt, was ihr eben verwenden könnt. Und ja, da sind halt die grundsätzlichen Sachen soweit drin, dass auch ein bisschen die Anfangshürde weg ist. Und ja, ansonsten viel Spaß.